Und voller Eifer geht es weiter in der Schlacht unten im südlichen Stützpunkt. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Oh, und hier kommen feindliche Truppen. Und ich würde sagen, um die kümmern wir uns einfach gleich mal. Komm, Elias, du schaffst es. Euer Wunsch ist mir befehlt. Elias muss sie einfach nur bekehren, aber dazu muss er erstmal seine Bekehrungsfähigkeit wieder... Wir laufen im Kreis. Kommt, lasst unsere Burgen schützen, ihr Schweine. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, komm, Elias. Na komm. Ja, na bitte. Jetzt haben wir einen Trupp von diesen bösen Schwertkämpfern. Wie ihr wünscht. Dann kommt mal hier rüber. Ja, seht da mal. So sehen sie aus. Und das sind jetzt unsere. Ja, dann schauen wir doch gleich mal, was sich so alles hier unten ergeben wird. Ich denke, wir werden erstmal am besten hier versuchen, die Stellung zu halten, weil hier einfach Unmengen an Truppen kommen. Wie man hier sieht, sind schon wieder welche unterwegs. Und das ist natürlich nicht ganz so der Sinn der Sache. Deshalb werden wir hier möglichst schnell Ballistatürme aufbauen. Was machst du denn hier? Ach, Schwefel, genau, ich wollte ja Schwefel suchen. Das hat jetzt aber, glaube ich, ein bisschen Zeit. Ja. Jetzt können wir nämlich hier Eisen holen. So, und ihr kümmert euch schon um alles, das ist doch schon mal nett. So, die sind da. Gut, 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 das sieht doch alles super los. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder zwei Tage, nee, sogar länger, fünf Tage fast nicht mehr gespielt. Das ist natürlich, da muss ich jetzt erstmal wieder ein wenig reinkommen, aber ich weiß noch so viel, dass wir Legierungen erforschen wollten, um die Schmiedehütte auszubauen. Dafür brauchen wir aber Schwefel und für Schwefel brauchen wir eine Alchemistenhütte, die in dieser Mission aber nicht verfügbar ist. Super. Das heißt, wir können eigentlich, ja, eigentlich im Prinzip immer fahren. Wo habe ich denn jetzt die Sperrträger hingeschickt, die noch nicht, ach hier. Hier sammeln die sich. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier so noch passieren wird. Also wir müssen ja hier die ganzen Truppen noch aufspüren. Und das hier wird jetzt auf jeden Fall hier wieder so, ja, gegen Windmühlen ankämpfen, ist das hier wieder. Weil im Prinzip, ja, im Prinzip ist das hier alles nur... Also alle zwei Sekunden kommen wahrscheinlich irgendwelche Typen und die müssen wir alle umliegen. Hier kommt schon Leibeigener wieder. Ach, das ist aber meiner. Das ist diesmal meiner. Ja, gut, umso besser. Ja, toll. Ohne Schmiedehütte ist das natürlich alles ganz einfach. Tak, tak, tak. So, tak, tak. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das. Gut, ihr macht das schon. Und hier werden schon, kommen schon wieder welche. Oh, Leute. Gefahren. Und wieder ein Leibeigener. Ja, Herr. Lehrt sie das Fürchten! Also das ist echt nicht wahr, diese scheiß Leibeigenen. So, Elias, mach ihn platt. Na bitte. Ja, aber es ist doch ganz gut. Es Jawohl. Läuft doch ganz schön hier. Ja, jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Ruhe, dann kann ich mal hier mich ein wenig um unsere florierende Wirtschaft kümmern. Das können wir eh noch nicht ausbauen. Gemeindezentrum brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen aber Zahnrad, 400 Stein, 200 Eisen, wie viel Eisen für eine Raide, ne? Seid ihr aber noch ein bisschen drunter, ne? Oh Mann, ich will die Schmiedehütte ausbauen, verdammt nochmal. Ja gut, komm, macht nichts, wir haben noch genug Eisen. Und da kommen wieder ein paar Lanzenträger und da kommt schon wieder ein Leibeigener. Also das ist, ich werde hier echt jetzt bald Ballistatürme aufbauen, weil es geht so echt nicht mit diesen nervtötenden Viechern. Ja, komm hier. Spürt den Zorn des Herrn. Der hat hier bestimmt irgendwo schon wieder geplant, einen Turm zu bauen. Ja, war doch klar. Aussichtsturm. Ich hab getan, was ihr wollt. So ein Drecksack, ey. So ein Dreckiger. Aber, was soll's. Jetzt ist er gleich, ist er tot. Nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. So, und dann muss nur noch der Aussichtsturm platt. Ja, ja, ja. Ach. Tja, die Siedler. Jetzt sind wir ja mittlerweile schon in der vierten Mission, ne? Ah, sind wir schon ganz schön weit vorangekommen.
Also, so. Mal sehen, was ich noch zu tun wird. Und ich denke mal, es wird ja auf jeden Fall spannend. Aber die letzten Missionen dann, die werden sowieso die härtesten. So. Ja. Ja. Ihr sollt die Bogenschütze. Elias? Ach, geil, scheiß drauf. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Also, ich hab doch nicht scheiß drauf gesagt. Na, nein, das hab ich nicht. Das hab ich doch niemals getan. Ich habe nur gesagt, also ist doch egal. Ja. Elias wird da schon, also wenn wieder welche kommen, wird Elias dann mal die bekehren. Da hätte ich mal ein wenig Lust drauf. Wir brauchen nämlich Bogenschützen. Jetzt können wir uns gleich erstmal Türme bauen. Gibt's hier nur einen Leib, einen Schaden? Geschafft. Geschafft, ja. So, jetzt bauen wir mal hier einen Turm hin. Dann bauen wir hier noch einen hin, dann hier noch einen hin, dann hier noch einen hin, dann hier noch einen hin. Ich denke, dann dürften wir auch bald sicher sein. So. Voll. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Na komm. Es nein, jetzt mach ich's einfach tot. Das geht ja wohl auch. Das kann ich. Ihr werdet angegriffen. Ah, na toll. Ja. Mal gucken, ob ich mir Soldaten rekrutieren kann. Mit denen. Das könnte ich ja mal testen. Vielleicht geht das ja. Das wäre ja schön. Dalam. So. Ihr steht da. 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 Sehr wohl. Hier, da. Fein. Und hier ist es da. Ja gut. Ja, wenn wir uns die ganzen Truppen bekehren, dann kriegen wir nämlich auch so langsam ein schönes Herz zusammen. Dann können wir irgendwann einen Gegenangriff auf diese blöden Flitzpiepen da starten. Ja, du bist fertig. Dann brauchen wir noch ein Wohnhaus hier. Und dann können wir auch bald mit dem Aussichtsturm etwas anfangen. Steine haben wir ja genügend. Holz haben wir genügend. Ach, unsere Lebengrube ist ja... Moment mal, wieso brauchen wir so viele Wohnhäuser? Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Okay. Wozu bezahle ich meine Sollte Steuer? Ich mich wohl ein bisschen... Feinde haben einen Held attackiert. Oh, ist doch nie egal. Sofort. Attackieren Seitenhelden. Ja. Ja, schön. So, ach so, wir können ja schon einen Bogenstand bauen, macht mich nicht blöd. Bin ich denn doof? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, dann bauen wir uns nämlich einfach mal einen Schissplatz. Einen Schisserplatz, einen Schießplatz. Ja. Wie kommt der denn da durch? Oh, Leute, ihr habt es echt nicht drauf, ne? Wie kann der da durchkommen, dieser Vollidiot? Und macht ihn bloß platt da. Echt, wenn der seinen jetzt Aussichtsturm zeigen, hat, dann ist es bald finito. Ja. Machen wir hier noch einen Turm. Ja, du könntest dir wieder Bogenschützen holen, brauchen wir nicht. So. Mann, fertig, nee, ehrlich. Einige so, den haben wir platt gehauen, jetzt müssen wir den Aussichtsturm bekommen. Klar, Box. Ich glaube, ich lasse da einfach so zur Sicherheit einen Trupp stehen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja. Feinde greifen eure Häuser. Was, jetzt unsere Häuser auch noch? Oh, Leute. Den ist echt nicht zu helfen. Ja gut, ich muss mich mal ein wenig mit etwas mehr Elanium und so Mission kümmern, glaube ich. Also, du baust Eisen hier ab. Kann ich jetzt Feierabend machen? Du bist hier fertig. Jetzt brauchen wir erstmal eine Steinmetzhütte. Nein. Erstmal müssen wir hier die Bauern mal. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Gut. Okay. Da kommen auch wieder welche. Ich glaube, Elias stellen wir einfach mal hier vorne irgendwo wie hin. Ihr dann kann er nämlich, wenn hier wieder welche kommen, einfach mal schön die schon mal abfangen. So. Gleich haben wir zwei Ballistertürme, dann haben wir drei Ballistertürme. Wenn der jetzt hier noch einen hinbaut, wenn's denn ja, dann müssen wir hier erstmal ganz gut feuern, baue ich hier nochmal zwei hin und dann läuft das doch. Der Tag der Steuern und Sold, ja. Ach ja, heute so schönes Wetter draußen mal wieder. Und ich habe endlich mal wieder keinen Heuschnupfen. Also heute seht ihr eine heuschnupfenfreie Folge. Ist das nicht schön? Da könnt ihr euch doch freuen drüber. Kein Problem.
Nee, ich glaube, die brauche ich mir nicht holen. Wenn Gott ja, Gott will es. Gott will, dass du da stehen bleibst. Gott will, dass du übers Wasser läufst, kannst aber nicht. So gut ich ja, so gut kann. Du kannst es. Kannst auch nicht alles. So, boom, boom, da kriegen wir schon mal unsere Ballistertürme. Ja. Verteidigt euch. Ja, wir werden angucken. Und wir haben auch schon wieder 2 Sterne bei unserem einen Schwertkämpfertrupp. Das ist doch auch mal ganz nett. Ja, das ist nämlich nicht so selbstverständlich. Weil ich weiß nicht, wie das genau geregelt wird. Auf jeden Fall ist das nicht so leicht alles. Weil da irgendwie die dann genau die Schläge haben müssen, womit dann wieder einer stirbt von den Feinden. Und das ist natürlich nicht immer der Fall, wenn da irgendwelche Helden dabei sind. Dann klauen die denen auch gerne mal diese Punkte sozusagen. Ja, Legierungen. Ich will Legierungen. Verdammt nochmal. Ich bin fertig ja. Hier. Kann ich jetzt Feierabend Nein. machen? Du baust hier noch einen Turm. Ah. Aber gern. Ja, folge mir, mein Sohn. Folge mir, mein Sohn. Forschung abgeschlossen. So. Fertig. So. Nein, verdammt. Oh. Oh. Gerade so. Also pünktlicher geht's ja nicht. Gemacht. Gerade rechtzeitig geheilt. Den Typen. Aber es das ist ja, also geheilt, bekehrt. Es gibt nicht genug es gibt zu immer essen. Nicht, beschwert euch nicht hier ständig, dass es kein Essen gibt. Ich baue gleich mal eine Steinmetzhütte und dann haben wir ordentlich Stein. Die brauchen wir auch dringend, die Steinmetzhütte. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr wirklich Rohstoffe. Du rennst jetzt mal hier oben hin. Hier habe ich nämlich ganz viele Steine gesehen. Ja. Ja. Dann mach das mal, Freundchen. Ich brauche dich nämlich noch anderweitig demnächst. Und wenn du gleich fertig bist, dann brauchst du hier... Ach, das können wir gar nicht. Brauchen wir Steine. Ja. Na gut, die ja, lassen wir mal. Herr. Ja, gern. Pass mal auf gleich. Tschum, tschum. Nein, Elia, stehen bleiben. So gut ich kann. Mal sehen, wie weit sie kommen. Tschum. Ich glaube, das wird nichts, Freunde. Ihr seid hier an der falschen Adresse. Ja, also... Wir haben nämlich auch so tolle Typen. Ja. Ach so, du kannst ja das dann machen. Du baust jetzt dann erstmal eine Steinmetzhütte. Und zwar am besten hier so. Ja. Weil hier, wir haben ja jetzt einen Marktplatz und davon, da können wir uns auch die Rohstoffe holen. Oh. So. Ach nein, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir jetzt ernsthaft nicht. So, wir können auch sagen, Position halten. Dann wird dann nämlich gar nicht die Typen angreifen. Seht ihr wohl. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich baue... Der baut auch mal Steine mit Zütte. Dann können wir nämlich hier ordentlich Steine veredeln. Nichts lieber als das. Wer brauchen die mal? Der Was Bauer und der Händler. Ja gut, der Bauer und der Händler, dann kriegen wir noch den Bauernhof. Wozu bezahle ich meine Steuern? Du bezahlst deine Steuern. Ich mein, zück, zück. Jetzt kämpfen die beiden hier zu zweit gegen die. Na, dann sollen sie mal. Ich glaube, Dario, der macht sich aber mal langsam auf den Weg zu diesem Gebiet hier. Aber natürlich nicht direkt dahin, sondern nur bis kurz davor. Keinen Platz zum Nächtigen. Weil dann, ja, dann ist er einfach schon mal in der Nähe und dann können wir in der nächsten Mission dann da mal Ari aufs... Ach, der muss da durchlaufen durch das Gebiet sogar. Oh, ist natürlich nicht. So, Bogenschützin. Finde dein Heil auf der Seite der Na. Hallöchen. Ihr lauft einfach an mir vorbei, das finde ich nett. Zack und tschüsschen. Jawohl. Sofort. Mal kurz abgefangen und dann... Ja. Wir können ja nochmal Dario kurz folgen, vielleicht findet er ja... Ach, von hier kommt er zu den hin, dann bleibt man hier. In Ordnung. Vor dem schönen Wasserfall. Ist das nicht schick? Der schöne Wasserfall. Ja gut, auf jeden Fall würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Tschüss!